Ich habe es mir genauso vorgestellt. Echt? Ja. Ich finde schon, Lina ist jetzt manchmal so sehr in der Mutterrolle drin. Also wo ich so denke, boah, jetzt werd jetzt nicht zu sehr Mutter. Nicht negativ. Ja, toll. Ich bin zu sehr Mutti. Also ich bin der Janne. Ich bin die Sina. Und das ist die kleine Lou. Die kleine Lou ist jetzt schon 14 Wochen alt. 14 Wochen alt, krass. Zeit vergeht. Und wir zeigen euch jetzt mal so ein bisschen, wie unser Leben sich mit Kind und Tier und Alltag so gestaltet. Also eigentlich basteln wir unser Leben nicht wirklich um sie drumherum, sondern sie ist einfach überall Teil. Und genau. Natürlich gibt es Situationen, die man auf sie anpassen muss. Also man muss dazu sagen, wir haben ein absolutes Anfängerbaby. Nicht zu pauschalisieren, wie dieses Kind drauf ist. Wir sind sehr dankbar darüber. Und vielleicht hat sie so ein bisschen gerochen im Bauch, dass es anders nicht geht. Ja, die Geräusche dazu kommen. 170 Tiere und ein Baby. Ja. Der Alltag. Er kann auch mal chaotisch sein. Es darf alles mal sein. Es darf mal sein, dass man sagt, boah, nee, heute Morgen, ey, nee. Aber man braucht schon so einen Plan. Und da wir ja schon wissen, egal wie, egal was, wir müssen morgens und wir müssen abends die Tiere versorgen. Die sind abhängig. Und auch nicht mal hoppladihopp, sondern immer zu 100%. Mhm. Es dauert halt dann manchmal länger. Genau, es dauert dann vielleicht mal länger. Hallo, mein Schatz. Morgen, Girl, jetzt ist erst deine Aufstehzeit. So sehen ihre Haare auch aus. Direkt alles ab. Ja. Das ist die Emily. Die Emily ist unser Nachbarsmädchen. Die hilft uns eh schon super viel, immer regelmäßig. Und jetzt macht die Emily 2 Wochen Praktikum bei uns. Und wir freuen uns schon richtig, mit dir anzupacken. Ich mache hier Praktikum und anders müsste ich mich halt im Büro setzen. Und ich weiß halt, das ist absolut nichts für mich. Und da ich ja sowieso immer hier bin und es mir sehr viel Spaß macht. So, Emmy, bist du startklar? Ja. Super. Ich finde es schon auch immer wichtig bei dem Thema Praktikanten, wenn ich eine Praktikantin oder einen Praktikant nehme, dass das passt, dass ich da auch wirklich was mitgeben kann. Jo, legen wir mal los. Eigentlich erstmal darauf achten, dass die Hasen nicht abhauen, dass sie ja, nicht runterfallen. Was muss man der Praktikantin noch sagen? Oh, ich glaube, sie braucht schon Hilfe bei der Schubkarre. Ja, es ist nicht mein Ding. Ich weiß. Dann gibst du die einfach ab. Ups. Stellst du das eben zur Seite? Mama hat immer Angst, dass man den Tieren wehtut. Aber im Endeffekt bei den Hasen, die haben da oben am Hals so viel Speck, das tut ihnen eigentlich überhaupt nicht weh. Aber man selbst denkt dann halt immer, dass man denen wehtut. Ich finde, es hat sich nicht viel verändert. Nee? Nee. Okay. Also ich finde, ein Kind schweißt die Beziehung noch mal ganz anders zusammen. Und man lernt sich noch mal auf eine andere Art und Weise kennen. Komm her. Ja, du bist manchmal schon so ein bisschen mehr Mutti. Sei auch mal noch ein bisschen jung. Ja, ich bin auch Mutti. Ja. Und ich glaube, dass man als Frau noch mal ganz andere Hormone hat als Mann. Ja, das kann schon sein. Und dass man sich als Mann vorher vornehmen kann, wie man als Dad ist. Und das dann auch umsetzt. Naja. Doch, ich glaube schon. Zumindest in einem größeren Anteil als eine Frau. Eine Frau kann sich das vornehmen und die Hormone machen es dann ganz anders. Ja, okay. Das glaube ich. Ja, das kann sein. Ja. Ich bin trotzdem noch eine entspannte Mom, oder? Ja, natürlich. Also jeder sagt zu mir zumindest, dass ich eine entspannte Mom bin. Ja, bist du auch. Ja. Also ich habe es mir bei dir genau so vorgestellt, wie du jetzt bist. Wie bin ich denn? Sehr liebevoll. Zu dir oder zu Louis? Zu uns beiden. Okay. Sehr liebevoll, sehr fürsorglich, eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Mhm. Ja, so finde ich, bist du drauf? Habe ich mir eigentlich auch so vorgestellt. Klar, wir haben halt keinen Einfluss drauf, was das Wetter so macht. Aber das macht es ja auch ein bisschen spannend. Stellt einen vor Herausforderungen. So,
sind wir bei den Pferden und Esel. Und den machen wir jetzt mal noch ein schönes warmes Bettchen. Emmy war schon fleißig, Emmy hat schon alles sauber gemacht. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen auffrischen. Oder? Ja, sehr gut. Unser Konzept ist, dass ich jetzt in Elternzeit gehe. Das heißt, ich gehe Teilzeit arbeiten und Teilzeit dann eben hier. Und wir haben ja hier auch immer noch ein bisschen Programm. Und der Plan ist ja schon auch, dass Sina im Oktober wieder studieren geht. Und genau, das muss ja dann schon funktionieren. Und das, ja, also so die Tiere, die müssen wir ja privat, ich als Janne, jetzt nicht finanzieren, sondern das läuft ja über unser Spendenkonto. Deswegen war es auch wichtig, dass wir direkt wieder mit dem, was wir machen können, weitermachen oder loslegen. Weil die Tiere, die ja, sagen ja auch nicht, okay, kein Problem, ihr könnt jetzt mal 3 Monate Pause machen. In der Zeit essen wir nichts und in der Zeit werden wir nicht krank und in der Zeit brauchen wir nichts. Also es ist schon ein Druck da, natürlich, aber der auch okay ist. Also das ist nun mal so, wir haben uns das auch so ausgesucht mit den Tieren und mit unserem Leben und mit meinem Beruf und mit Sinas Studium und mit dem Kind. Das ist halt so. Aber wir versuchen uns den Druck nicht immer so bewusst nach vorne ins Gedächtnis zu rufen, weil es auch für die Psyche, genau, und die für die Psyche nicht ganz so gut ist, wenn man ständig nur mit Druck konfrontiert ist. Ich bin immer noch in Therapie. Ich habe immer noch meine Psychologen, die super sind. Allein, dass ich ja schon mal darüber gesprochen habe, was Panikattacken bedeuten, was Depressionen bedeuten, was Selbstmordgedanken bedeuten. Gerade dieses ganze Thema zum Psychologe gehen ist schon ein ziemliches Tabuthema. Und wo ich dann denke, ja, es muss halt eigentlich so normal werden, wie wenn ich zum Impfen oder zum Frauenarzt oder keine Ahnung wohin gehe. Ich habe auch schon für mich beschlossen, dass ich da, egal was ist, auch wenn ich wieder 100% fit und zu allem fähig bin und eigentlich keinen Psychologe mehr brauche, dass ich trotzdem in regelmäßigen Abständen einfach zum Psychologe gehe. Und ich werde da auch nach wie vor offen drüber reden und allein den Leuten, denen ich bis jetzt helfen konnte, in dem, was ich einfach an Erfahrungen weitergegeben habe, das will ich weiter so machen. Und dann Offenheit. Und meine Offenheit auf jeden Fall. Ich habe da auch vor, vielleicht in Zukunft mich noch ein bisschen mehr auch in das Thema reinzufinden oder da auch irgendwie mit unseren Tieren auf dem Hof, so die Offenheit, was wir jetzt ja bei Kindern gemerkt haben, gerade Kinder mit echt krassen Traumata, wo ich echt auch, wenn ich drüber rede oder wenn ich dran denke, wirklich Gänsehaut bekomme, was manche Kinder erzählt haben und was sie nur bei uns erzählt haben, weil sie bei uns die Tiere hatten und sich in dem Moment irgendwie so geborgen gefühlt haben, um Sachen zu sagen, die sie sonst nie gesagt hätten. Oder auch so tiergestützte Therapie. Und wenn das nur mal ein Eselspaziergang ist, ob das jetzt mit einem 10-jährigen Junge ist, der gerade Probleme hat, oder mit einer 60 Jahre alten Frau oder whatever, das wird mir super viel geben. Und ich glaube, den Menschen und dem Tier auch. An der Seite sieht man, dass da was fehlt. Aber die Sophie ist ein ganz schlaues Pony. Ist auch schon eine Oma. Die kann sogar noch ein paar Tricks. Komm, komm, vor. Reden, reden. Blues Geburt, der schönste Tag unseres Lebens, würde ich sagen. Der aufregendste, emotionalste Tag. Unbeschreibliche Gefühle, ein Tag, der so schnell vorbeigegangen ist, der super surreal war. Crazy, einfach crazy. Dass man das Kind gebaut hat, dass man das Kind jetzt ernährt, das ist ganz verrückt. Unbegreiflich ist das, unbegreiflich wirklich. Ich kann das gar nicht, auch selbst wenn man es mal selbst erlebt hat, ist das immer noch ein Riesenrätsel, ein Riesenwunder, was der Körper schafft. Eigentlich sollten wir Frauen viel stolzer auf unseren Körper sein. War schon einer der krassesten Tage in meinem Leben, auf jeden Fall. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie es vorher war, was man gemacht hat in der Zeit, in der man sich jetzt mit ihr beschäftigt. Halleluja. Aber am Anfang, man will so den Moment festhalten und man ist so mega in diesen Hormonen gefangen, was ich überhaupt nicht von mir kenne und womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Ich habe schon gedacht so, okay, dass ich mal meine Tränen nicht halten kann, kenne ich gar nicht von mir. Und auch wegen so unnötigen Sachen geweint halt einfach. Aber es hat gut getan, es rauszulassen.
Ja, weil ich sie so ja gar nicht gekannt habe und gedacht habe, boah, was heult die denn jetzt andauernd? Es gibt doch jetzt gerade eigentlich wirklich andere Probleme. Aber, oder gar kein Problem. Genau, oder eigentlich ja gar kein Problem. Und es ist doch eigentlich alles gerade so gut, wie es ist. Ja? Und wir haben uns und wir haben unser Kind und wir haben ein tolles Kind. Und ja, das war schon sehr crazy. Doch, also, wo ich gerade habe. Und ich wusste dann auch gar nicht in dem Moment, was soll ich jetzt tun? Soll ich sie jetzt trösten? Soll ich sagen, jetzt heul nicht rum? Oder also was macht man in dem Moment am besten? Weil ich glaube aber, egal was ich gemacht hätte, es hätte einfach nichts geändert. Das war halt so, wie es ist. Abu, willst du auch was sagen? Manchmal ist sie auch eigentlich eine Taube. Und sie macht viel Gur, Gur und Ui, Ui. Ja. Oh, der Use sagt dir auch guten Morgen, gell? So sagt ihr auch guten Morgen. Oh, Loserchen, gibst du so viele Küsse. So viele Küsse. Es waren alle Hunde total interessiert. Die sind alle hingelaufen und waren ganz zart, haben ganz langsam ihre Nasen in den Maxi-Cosi reingestreckt, um mal zu gucken, wer da ist. Und ich muss sagen, ich war auch sehr entspannt. Ja. Natürlich hat man am Anfang so gedacht, oh Gott, was ist, wenn jetzt ein Hund ganz komisch macht? Aber die Stimmung war einfach direkt so normal. Ja, so locker. Und alle Hunde waren so, ach cool, jetzt ist das Kind endlich da. Und das war gar nicht so, wir hatten nie einen Moment, wo wir gedacht haben, hey, jetzt geh mal ein bisschen zurück oder mach nicht blöd. Oder die waren alle von vornherein super cool. Sie ist immer super entspannt. Also wenn ein Hund kommt und riecht an ihr oder leckt sie ab oder so, dann ist sie immer direkt, oh, meine Geschwister sind da, alles entspannt. Ja. Also das ist schon echt schön und wenn sie dann ins Fell reingreift und so und das dann richtig wahrnimmt, jetzt so seit den letzten paar Wochen, dass sie es halt so richtig wahrnimmt, das ist schon schön, ja. Das Häschen wird wieder abgeleckt. Ja, der Sina, ihr Wunsch war immer, hier eine Krabbelgruppe zu machen. Weil sie gemerkt hat, dass hier in der Umgebung es einfach auch schwierig ist, eine geeignete Krabbelgruppe zu finden. Und ja, ich bin halt von Beruf Erzieherin und habe auch die PKIP-Ausbildung und bin Entspannungspädagogin und habe mir da mit der Zeit einfach was aufgebaut und freue mich jetzt total, dass ich sogar bei meinem Enkelkind eine Krabbelgruppe machen darf und ja, bin da schon ganz aufgeregt, auch emotional, ja, und freue mich total drauf. Und bin ganz gespannt, ob die Lu das alles mit uns macht. Also das ist mir viel so bewusster geworden, wie das, was das so bedeutet, was man da auch selber jetzt für eine Aufgabe hat, das Kind quasi so zu erziehen, dass es ein toller Mensch wird. Die Erziehung oder die Art und Weise, wie jemand aufwächst, die hängt da halt komplett mit zusammen. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist dieses, wie bringt man einem Kind bei, sich selbst zu lieben, Selbstachtung zu betreiben, ne? Sowas. Das finde ich auch total wichtig und dass es nicht nur den Charakter gibt, der nach außen hin wirkt, sondern eben auch nach innen hin. Und das finde ich super, super wichtig, was man dem Kind auch dahin vermittelt, sie zu stärken, selbstbewusst zu machen. Ja, das sind unsere 5 Kühe. Die 4 Kühe, also Oreo, Mia, Kelly, Carina, die kamen von einer Familie, die hatten Pferde und hatten die bei einem Bauer unterstehen. Und der hat dann irgendwann mit der Landwirtschaft müssen aufhören. Auf jeden Fall sind wir irgendwie durch Zufall auf diese Kühe gestoßen. Und ich habe gedacht, ach komm, ich rufe einfach mal an und frage mal, ob sie schon zu Hause gefunden hat. Und dann war sie direkt mit Tränen am Telefon und hat gesagt, nee, leider noch nicht. Und wenn sie bis Ende der Woche nichts haben, dann müssen sie geschlachtet werden. Aber das sind für sie wie Familienmitglieder, weil sie sie schon von klein auf kennt und einfach so diese Bindung da ist. Und dann haben wir im Team überlegt und gemacht und wo könnten wir die hinstellen und eine Wiese gesucht und Helfer organisiert. Und dann haben wir wirklich an einem Wochenende einen kompletten Zaun abgerissen, einen neuen Zaun hergerichtet, ein Weidezelt aufgebaut, Spenden gesammelt. Und mit denen ging es eigentlich auch so richtig los dann. Und die Rosalie, das ist die Weiße da hinten, die kam zu uns von einem Landwirt aus einem Nachbarort, der auch leider aufhören musste mit Landwirtschaft und hat für seine Lieblingskuh, für die Rosalie, ein neues Zuhause gesucht. Wir sind froh, dass sie da ist. Genau, und der kann sie auch immer noch regelmäßig besuchen kommen und das machen sie auch öfter mal. Und das ist dann einfach schön, wenn wir auch Landwirten dann dadurch irgendwie helfen können. Also ich könnte mich jetzt niemals von einem der Kühe oder von einem Pferd oder von einem Esel trennen.
Aber nur weil wir es nicht mehr schaffen, finanziell oder körperlich oder so, das war mir ja vorher bewusst, was dahinter steckt, wenn ich zusage, dass ich die Tiere nehme. Ja, muss man schon abwägen, was jetzt im Vordergrund steht. Natürlich steht im Vordergrund immer die Familie, aber die Tiere gehören ja zu unserer Familie. Und dann ist es ja Familie und dann kann ich das nicht einfach mal so eben beenden oder genau. Stellen wir uns das Leben in 5 Jahren vor. Auf jeden Fall mit einem zweiten Kind. Genau, mit einem zweiten Kind. Und mit Frieden auf der Welt. Ja. Fangen hier schon mal an. Mit und dann vielen Freunden, der ganzen Welt. Mit vielen Freunden für die Lu. Familie. Familie. Also was wir uns wünschen, ist, dass wir einfach noch mehr solche menschlichen und tierischen Begegnungen schaffen können. Einfach so dieses Bewusste und dieses Ehrliche und Kinder, Senioren, Erwachsene, alles drum und dran, das finde ich wichtig. Ich finde aber auch wichtig, dass das Leben mit uns und mit uns als Familie funktioniert. Dass die Du noch ein paar Freundinnen im selben Alter hat, weil es das hier im Dorf halt nicht gibt. Aber und deswegen so die umliegenden Dörfer sich bestimmt freuen, wenn dann so ein kleiner Treffpunkt für kleine Bibis entsteht. Aber nicht nur für die Lu, sondern auch für die anderen Kinder, die Begegnung mit den Tieren. Elsa. Das würden wir denen gerne auch ermöglichen, weil ich glaube, dass sie auch die ganz Kleinen ganz viel Spaß daran haben und viel und mitnehmen schon sehr werden. Viel wahrnehmen auch. Ja, das glaube ich auch. Wenn ihr noch mehr Dorfmenschen kennenlernen wollt oder Geschichten erfahren möchtet, dann guckt hier.